Moin, der Markus hier. Hallo und herzlich willkommen zu einem Slap-Bass-Tutorial. Und zwar richtet sich das Tutorial heute wirklich an absolute Slap-Bass-Anfänger und diejenigen, die gerne ihren Anschlag mal einmal resetten wollen und mal einmal überprüfen wollen oder einfach nochmal überlegen, was gibt es eigentlich für Aspekte, auf die kann man achten. Bin ich eigentlich zufrieden mit meinem Slap-Anschlag? Bin ich zufrieden mit meinem Sound? Bin ich zufrieden mit meinem Punch? Dieses Video möchte ich gerne mal so gestalten, dass wir den Slap-Bass-Anschlag, also nur diesen eigentlichen Anschlag des Daumens, den Slap, den Klaps, ja, die Watschen könnte man auch sagen, ne, dass wir die mal einmal besprechen und überprüfen. Deswegen möchte ich mal ganz von vorne anfangen, auf welche Aspekte man achten kann. Vorweg möchte ich aber auch sagen, dass es ja sozusagen darum geht, angelehnt an meine DVDs, Discover Your Bass oder Discover Your Groove könnte es heute heißen, Discover Your Slap Style. Es gibt ja wirklich tolle Leute, die unglaublich geil slappen können. Ja? Victor Wooten, Markus Miller, Stanley Clark, Larry Graham, Louis Johnson und so weiter und so fort. Ja? Manche Rockleute stehen zum Beispiel auf Flea von Red Hot Chili Peppers und es gibt eine Million Techniken und 12 Millionen Versionen, wie man es machen kann. Und ich kann dir natürlich nur aus meiner Perspektive sagen, wie ich an das Thema Slap Bass rangehe und wie ich das sozusagen auf vielen, vielen Workshops und in vielen Clinics schon erklärt habe und natürlich auch diese Herangehensweise über viele Jahre entwickelt habe, weil ich natürlich auch gesehen habe, was kommt bei den Leuten an. Oder also nicht, was kommt an, hey, was ist hip, sondern was hilft den Leuten auf ihrem Weg, also was könnte dir helfen auf deinem Weg, deine Slap-Bass-Technik, eine ganz individuelle Slap-Bass-Technik, die von deiner Anatomie, große Hände, kleine Hände, von deinem Bass und so weiter abhängig ist, deine Technik zu entwickeln. Und deswegen möchte ich mal folgende Ideen in den Raum stellen und dich zu folgenden Sachen anregen. Also, um uns grundsätzlich mal Gedanken über die Haltung zu machen, möchte ich mal einmal zum Fingerstyle zurückgehen. Zwei Thesen vom Fingerstyle, die ich finde, die beim Fingerstyle super funktionieren, können wir eigentlich als Grundthesen auf den Slap-Bass übertragen. Und zwar das erste ist, wenn ich Bass spiele, habe ich einen festen Ankerpunkt mit dem Daumen. Entweder ich sitze auf dem Tonabnehmer, oder ich sitze zum Beispiel auf der E- oder A-Seite. Ja? Das Thema, was da drin steckt, ich habe einen festen Ankerpunkt. Warum ist ein fester Ankerpunkt wichtig? Weil dieser feste Ankerpunkt dir in puncto Muscle Memory, sichere Wiederholung, sicheres Ausführen von immer wieder den gleichen Abläufen, Sicherheit in Rhythmus, Sicherheit in Technik, Sicherheit in Dynamik, Tonbildung und so weiter gibt. Ja? Das heißt, das, was ich hier mitnehmen möchte, aus dem Auflagepunkt des Daumens auf dem Tonabnehmer oder auf der Saite ist sozusagen das Stichwort Auflagepunkt. Das ist das Erste. Ja? Ich möchte gerne, weil mir dieser Auflagepunkt beim Fingerstyle Sicherheit gibt, überlegen, ob ich das auch mitnehmen kann zum Slap-Bass. Das Zweite ist, wenn ich mit den Fingern anschlage, ja, zum Beispiel die A-Saite, dann mache ich einen sogenannten Rest-Stroke. Ja? Ich schlage die A-Saite an und lande, reste, mal so ein bisschen plakativ übersetzt, an der E-Saite. Ja, wenn ich die D-Saite anschlage, lande ich an der A-Saite. Das heißt, ich habe sozusagen einen Anschlag über der Saite, tauche so ein bisschen zwischen den Saiten ein, habe eine relativ weiche Fingerkuppe, wenn ich möchte. Man kann auch eine harte Fingerkuppe machen. Auf jeden Fall schlage ich die Saite an, wische an der Saite vorbei und lande irgendwo. Auch dieses Phänomen des Landens möchte ich übertragen auf das Slappen. Ja, also das eine ist, ich habe einen Fixpunkt und das andere ist, ich habe einen Landepunkt. So, wie kann ich das jetzt auf Slappen übertragen? Das erste ist, wenn ich mich mit dem Daumen auf den Tonabnehmer abstütze, kann ich natürlich nicht mit dem Daumen anschlagen, weil darum geht es ja beim Slappen, dass ich mit dem Daumen anschlagen möchte. Ja? So, das heißt, der Daumen kann schon mal nicht mehr der Fixpunkt sein. Deswegen gehe ich hin. Ich habe mich jetzt hier witzigerweise, zufälligerweise beim Kochen verbrannt an der Pfanne. Vielleicht siehst du hier so ein bisschen diese Narbe, die ich noch habe. Ich suche mir also
am Unterarm einen Punkt, deswegen habe ich auch einen nackten Unterarm, hier oben an der schrägen, an dieser abschräge sozusagen abgeschrägten Stelle meines Basses. Ja? Da klemme ich, also erstmal ist es wichtig, dass ich keinen abschüssigen Oberschenkel habe, dass der Bass mir andauernd wegrutscht. Ne? Du siehst, ich habe auch keinen Gurt. Ich möchte erstmal ohne Gurt und im Sitzen, ich spiele nicht im Stehen am Gurt, sondern im Sitzen, Sicherheit herstellen. Deswegen ist wichtig, dass der Oberschenkel nicht abschüssig ist, also dass das Knie nicht tiefer ist als die Hüfte, sondern ich stelle den Oberschenkel auf. Ich sitze so, dass ich einen parallelen Oberschenkel zum Boden habe. Der Unterschenkel ist senkrecht. So, das bringt mir erstmal Sicherheit und ich kann den Bass hier in die Hüfte stellen, ja, in die Lende. Und dann suche ich mir mit dem Unterarm, du siehst meine Greifhand, Anschlaghand, Greifhand, meine Greifhand hält den Bass gar nicht fest und ich lege den Bass so an, den Bass, ja, ich lege den Bass am Körper, aber ich lege auch den Unterarm an diese Schräge, dass ich hier mit dem Daumen, mit der Daumenspitze genauer gesagt, das Ende des Griffbretts erreiche und zwar da, wo mein letztes Bundstäbchen, das ist hier, die E-Saite kreuzt. Ich will nur ganz grundsätzlich über den Anschlag sprechen. Ganz grundsätzlich der Anschlag und wir schlagen nur die E-Saite an. Wir wollen uns nur über den Anschlag Gedanken machen. Erstmal eine Seite. Ne? Ich weiß, bei Männern ist es ganz häufig so, und was jetzt und was machen wir dann und was kommt als nächstes und wie mache ich dies und wie mache ich das und was ist die Ausnahme, wenn? Alles unwichtig. Erstmal geht es ganz grundsätzlich darum, eine unfassbar gute, ausgefuchste Technik zu programmieren, einzuschleifen, durch Wiederholungen ganz fest zu machen und ganz steady zu machen und ganz präzise zu machen und dann das auf andere Seiten, auf andere Bewegungsabläufe zu übertragen. Aber erstmal wollen wir ganz substanziell uns nur um den Anschlag kümmern. Also Unterarm oben dran und so, dass die Daumenspitze da endet, ne, oder da landet, wo sozusagen meine E-Saite, die dickste Saite, dickster Draht, das letzte Bundstäbchen kreuzt. Ich sehe schon wieder die ganzen Fragezeichen. Welcher Teil des Daumens? Welcher muss das sein? Wo genau? Ja? Das, was du machst, ist, du entwickelst über den Anschlag deine Stelle, wo du treffen möchtest. Ja? Ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen und dir meine Stelle zeigen. Ich weiß nicht, ob du das hier siehst. Da vorne, da wo der Fingernagel. Jetzt verrate ich es ja doch. Okay, egal. Da, wo der Fingernagel hier im Fleisch verschwindet, hier ist meine Stelle, wo ich sozusagen treffe. Ja? Nicht hier in dem Gelenk, sondern hier vorne. Da treffe ich. Ja? Wo du das hier machst an deiner Daumenspitze, ist egal. Ja? Du kannst es machen, wo du willst. Such dir deine Stelle aus. Es das heißt ja Discover Your Slapstyle, ja, also du sollst deinen Punkt finden über das Gefühl, über was gibt dir die Saite für eine Antwort, ne? Wie schwingt die Saite, was bekommst du für ein Feedback von der Saite, schwingt die gut aus, knallt die schön und so, ne? Das heißt, du suchst dir deinen Punkt aus, wo es sich für dich am besten anfühlt. Mein Punkt habe ich dir gerade gezeigt, ne? Der ist ungefähr hier, wo der Daumen in dem Fleisch verschwindet. Das lege ich hier hin, wo die Saite das Bodenstäbchen kreuzt. So, das heißt, ich habe zwei Punkte, an denen ich aufliege. Ich habe einmal hier hinten meinen Unterarm, der ganz fest am Bass ist. Und ich habe vorne meinen Daumen, der sozusagen an der Saite ist. Bevor wir anfangen anzuschlagen, möchte ich dir drei Bilder geben. Ne, drei Bilder. Erstens, wir machen nicht 12 Millionen Anschläge nacheinander, sondern wir machen genau einen Anschlag und fühlen dann, wo sind wir gelandet, wie fühlte sich der Anschlag an und was gibt uns der Bass und die Saite für ein Feedback? Was macht die Saite? Schwingt die cool? Klingt das geil? Ne? Schwingt die gut aus? Wie fühlt sich das für dich an? Du musst nicht von Anfang an alles richtig machen, aber ich gebe dir den Tipp, einen Anschlag nachspüren. Und dann eventuell korrigieren, reflektieren. Mach dir bewusst, was passiert. So, jetzt drei Bilder, wie der eigentliche Anschlag funktioniert. Stell dir mal vor, boom, stell dir mal vor, du klopfst an die Tür. Ja, du kommst irgendwo hin. So kann man das ganz gut sehen. Und du klopfst an. Ja, du kommst irgendwo zu Besuch oder gehst rüber zu deiner Frau in ihr Zimmer und sagst hier, hallo, kann ich mal eintreten? Diese Bewegung spiegelt, das ist die erste von dreien,
das erste von drei Bildern, was ich dir geben möchte, spiegelt eigentlich wieder die Frage, wie locker ist eigentlich mein Handgelenk? Der Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass beim Slappen gedrückt wird. Ja? Also es wird so richtig so, also man klopft nicht mit der Hand an und die Hand ist ganz steif und der ganze Arm bewegt sich, sondern das ist eher so was Lockeres. Ja? So. Und da sind wir auch schon, ne, das Anklopfen. Ich habe hier so ein Holzteil, das kann man, glaube ich, im Video nicht gut sehen. Ich kann auch mal gegen meine Hand klopfen. Diese Bewegung, dass du mal so klopfst, im Trockenen, ohne was, du klopfst. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es leite ich immer gerne übers Händewaschen her. Das heißt, du stehst am Wasserhahn, machst die Hände nass, holst Seife, so, ne? Hast die Seife abgewaschen, machst den Wasserhahn aus, so, und dann bist du da mit nassen Händen. Und diese erste Bewegung, das Wasser von der Hand loszulassen, auch das ist eine Möglichkeit, das Slappen aus dem Alltag zu übertragen. Welche Bewegung, welchen Bewegungsablauf, welche Motorik, welche Koordination aus dem Alltag kenne ich schon, die ich in meine Technik übertragen kann. Und dieses Abschütteln des Wassers, du kannst dir auch vorstellen, du hast da Hundescheiße am Daumen. Die will ich loswerden. Bläh. Rutscht im Wald aus, landest in der Matsche und denkst so, bläh. Und dieses Gefühl, dieses Wasser loswerden, eine schnellkräftige Bewegung, ne? Eine ganz schnellkräftige Bewegung. Übertreiben kann ich das auch. Ältere Generationen kennen das. Wir nehmen mal Mittelfinger und Daumen zusammen und machen eine ganz schnellkräftige Bewegung. Und vielleicht kannst du das übers Mikro hören. Pass mal auf. Hörst du das? Das, was passiert ist, ich hole aus. Durch die Masse des Fingers geht der Daumen nach hinten. Der Daumen, das ist mein Zeigefinger, nach hinten. Also die Fliehkraft trägt den weiter. In dem Moment geht mein Handgelenk aber schon nach vorne und dann klatscht der Finger gegen den Mittelfinger. Nochmal. Ja, also ich mache nicht so, ich schnipse nicht, sondern ich knall den da dran. Diese schnellkräftige Bewegung kannst du auf das Slappen übertragen. Das heißt, Slappen ist nicht so, ich mache was Sanftes, sondern Slappen hat auch was für mich, was mit Physis zu tun. Wenn man sich diese ersten Tiere anguckt, diese Cats, Larry Graham, Louis Johnson, ich glaube, Louis Johnson wurde sogar Thunder Thump genannt, die haben ihre Bässe richtig durchgeprügelt, die haben die richtig hergenommen. Ja? Dann gibt es aber Leute, die slappen relativ sanft. Ja? Ich will dir nur sagen, es gibt beides. Ne? Markus Miller hat beim Slappen auch eine rechte Physis. Ja? Und du kannst dann deinen Grad der Physis herausfinden. Das ist Bild Nummer 2. Bild Nummer 3 ist, stell dir mal vor, du haust mit einem Hammer, willst einen Nagel in die Wand hauen. Und dann erwischst du deinen Daumen. Ja, ich tue jetzt mal so, als ob ich Linkshänder wäre. Ich hau mir mit einem Hammer auf den Daumen drauf. Das ist dieselbe Bewegung. Man macht so, oh Scheiße. Ne? Diese Bewegung, ich will das loswerden. Ne? So, oh, das tut weh. Das ist was wir sozusagen als Bewegung uns vorstellen können. Kleine zusätzliche Challenge. Unser Arm ist jetzt nicht frei, sondern wir versuchen diese Bewegung jetzt mal so zu machen, dass der Unterarm ja plötzlich fixiert ist, weil wir wollen ja den Fixpunkt, nochmal zur Wiederholung, übertragen. So, jetzt ist der Unterarm am Bass und ich versuche nochmal, mir das Wasser von der Hand zu schütteln oder anzuklopfen. Ja? Das heißt, das ist auch eine recht lockere Bewegung im Handgelenk. So, diese Bewegung im Kopf, zusätzlich den Unterarm am Bass, ne, wir nehmen Kontakt auf mit dem Daumen an dem Punkt, wo wir anschlagen wollen. Wo wollen wir das erwischen? Nochmal zur Wiederholung. E-Seite, wo das letzte Bundstäbchen kreuzt. So, dann nehmen wir Kontakt auf. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Kontaktpunkt und hier oben mit dem Unterarm am Bass. Davon ausgehend machen wir einen Anschlag. Ich mache kurz meinen Bass an. Einen einzigen Anschlag und spüren nach. Wir stellen uns vor, wir wollen die Hundescheiße loswerden. Achtung! 1, 2, 3, 4. Hast du es gesehen? Die Bewegung, wenn ich jetzt mal zur Seite gehe, schau mal, ist ganz klein. Ne? Also ich hole nicht aus wie ein Ochse und hau drauf. Je länger der Weg ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der Ungenauigkeit. Sondern ich gehe hin und sage 1, 2, 3, 4. Ganz kurze Bewegung, kurz und schnellkräftig. Mach sie mal ein paar Mal nach. Ne? Wenn ich jetzt meine Scheiße loswerden würden wollte, die ich an der Daumenspitze habe, was für ein Bild. Sehr schön. Ja, das Wasser will ich loswerden. Ne? Ich habe jetzt hier meinen Arm oben dran. Das könnt ihr von der Seite sehen. Ich komme noch mal näher ran. Ne? Das ist die Bewegung. So, jetzt nehme ich noch mal Kontakt auf. Ihr seht, ich mache nicht,
12 Millionen Anschläge, sondern ich will Sicherheit herstellen. Sicherheit. Ne? Nochmal, Kontakt mit der Seite. Und jetzt drücke ich nicht, fangt da gar nicht erst mit an, sondern es geht um diese schnellkräftige Bewegung. Ich mache es nochmal trocken vor, ohne die Seite zu erwischen. Ne? Finger lang. Ne? Und nochmal anschlagen. So, jetzt kommt ein nächster Punkt dazu. Ich bleibe hier mal sitzen, auch wenn ihr mein Gesicht jetzt nicht so gut sehen könnt. Das ist ja sowieso egal. Das ist jetzt nicht so hübsch, dass ihr das die ganze Zeit angucken müsst. Aber es geht um den Daumen. Den wollen wir jetzt hier betrachten. Was passiert danach? Ich habe euch vorhin erzählt, ich schlage an und bleibe an der E-Seite liegen. So, jetzt schlage ich an und bleibe an der A-Seite liegen. Das heißt, ich haue die E-Seite an nochmal. Ich bin hier an der E-Seite. Ihr könnt auch mal so ein bisschen so ein Hin- und Her-Rubbeln. Hinten Kontakt fest herstellen mit dem Unterarm. Hier vorne. Ne? Wir wollen programmieren. Wir wollen, wenn wir den Bass morgen in die Hand nehmen, dass unser Körper sagt, oh ja, das kenne ich irgendwoher. Das fühlt sich gewohnt an. Und dann machen wir nochmal. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt seht ihr, dass ich im Instrument liegen bleibe. Genau wie beim Fingeranschlag bleibe ich hier liegen. Und zwar der Teil des Daumens findet einen Punkt an der A-Seite, an dem nächstdünneren Draht. Und der Teil des Daumens findet einen Punkt am Griffbrett bzw. am Buntstäbchen. Also wieder ein Fixpunkt. Muscle Memory sagt, wow, gelandet. Fixpunkt hier, Fixpunkt am Ellenbogen. Und darüber stelle ich Sicherheit am Anfang her. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Anschlag. Schnellkräftiger Anschlag. So, jetzt seht ihr diese Finger hier. Viele stellen die Frage, was mache ich damit? Was passiert beim Pluck oder Pop, ganz egal wie man das nennt. Das machen wir in diesem Video noch nicht. Da mache ich ein neues Tutorial für. Es geht nur um den Daumen. Das, was ihr macht, ihr lasst die Finger mal unbewusst mitlaufen. Eine kleine Hilfestellung. Stellt euch mal vor, ihr umfasst euren Daumen und lasst den dann los. Mal von vorne, ne? Ihr umfasst den Daumen und dann lasst ihr los. Das heißt, die Finger sind so leicht krumm. Ne? Als ob da so eine Röhre, so eine kleine Höhle entsteht. So kann man es, glaube ich, ganz gut sehen von vorne. Manche haben die Finger ein bisschen weiter, manche haben die Finger ein bisschen krummer. Macht sie nicht unbedingt ganz gerade, weil das macht die Hand fest, ja? Sondern nimmt sie so ein bisschen krumm. Und es ist dein Krummheitsgrad. Es ist deine Lautstärke beim Slappen, es ist deine Anatomie des Daumens. Es geht darum, dass du dich in deine Technik hineinfühlst. Ich mach's nochmal. Ich suche mir Kontakt hier oben. Ich stelle nochmal diese, ich will das Wasser von der Hand loswerden, Bewegung her. Ich rufe mir den Kopf, ich habe die richtig im Kopf. Wie ist das, wenn ich mir die Hände gewaschen habe und das Wasser loswerde? Ja? Dann lege ich den Daumen erst an, ohne anzuschlagen. Warum? Weil das der Punkt ist, den visiere ich an, den will ich nachher erwischen. Ja, ich mache meinen Bass wieder an, Achtung. Ich visiere an, zähle runter und es geht darum, anzuschlagen, so leicht in einem leichten schrägen Winkel einzutauchen und ich lande im Instrument. 1, 2, 3, 4 und ich lande. Und dann kann ich, wenn ihr advanced seid oder hier schon Space habt dafür, Headroom, könnt ihr hier mal abdämpfen. Das heißt, ihr seht, das ist auch immer so ein bisschen antagonistisch hier. Das ist schon wieder ein Schritt weiter. Ich schlage an. 1, 2, 3, 4. Und in dem Moment, wo ich anschlage, gibt die Hand hier die Seite frei. Ihr seht, ich habe hier auch so eine kleine Bananenschlaufe. Das ist wie so nachher bei den Dead Notes, die wir spielen wollen, ist das auch wichtig beim Slappen. Legt die Hand mal ungefähr so, dass der Mittelfinger 5., 6., 7. Bund ist. Auch das, sucht euch einen Punkt aus, der für euch bequem ist, wo es keine Flageolets gibt, ja, sondern versucht eine Fläche herzustellen. Jetzt sind wir schon bei der linken Hand, ist unwichtig. Ne? Das, was wichtig ist hier, der Anschlag. Ich zähle nochmal runter und spürt jetzt mal, das ist der eigentliche rote Faden, den wir jetzt verfolgen wollen, den Landepunkt. Den Landepunkt nach dem Slap. 1, 2, Kontakt herstellen, 3, 4. So, und jetzt spüre ich hier. Wie fühlt sich das an? Dieses Gefühl will ich immer wieder herstellen. Dieses Gefühl gibt mir Sicherheit. Stellt euch mal vor, eure Frau ist mit eurem Auto gefahren und hat den Sitz anders eingestellt. Das würdet ihr sofort merken. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, das sind Bewegungen, die nachher ins Unterbewusstsein gehen.
Kein Mensch denkt mehr darüber nach, ja, mit der linken Hand blinke ich jetzt, wenn ich Auto fahre. Das macht ihr einfach so. Keiner guckt nach unten, welches Pedal muss ich treten, um zu bremsen. Ja, das sind nachher unbewusste Bewegungen. Das wird eine unbewusste Kompetenz. Noch einmal, ich stelle hier den Kontakt her. Stell den Kontakt vorne her. Wo will ich treffen? Welcher Teil des Daumens? Welcher Teil der Seite? Wir slappen nur auf der E-Seite. Wir wollen nur die Bewegung programmieren. Nicht zu viel auf einmal. Lieber substanziell. Zählen runter. Eins, zählen rauf. Sorry. Eins, zwei, drei, vier. Und bleiben da liegen. Und machen einen Anschlag. Und dann machen wir vielleicht zwei Anschläge. Eins, zwei, Reflexion. Noch ein Anschlag, Reflexion. Und ihr seht, die Bewegung ist ganz kurz und ganz schnell, damit ich nachher solche Sachen spielen kann und nicht solche Ausholbewegungen habe. Die kosten Zeit. Jeder Zentimeter, jeder Millimeter kostet Zeit. Ja? Noch einmal, wir machen einen Anschlag, nehmen vorher Kontakt auf, erinnern uns an das Händeschütteln. Macht das immer wieder zwischendurch, wenn ihr merkt, ihr werdet verkrampft oder ihr wollt so drücken irgendwie, ne? Das ist eine schnellkräftige, lockere Bewegung, lockeres Handgelenk, lockere Finger. Eins, Kontakt, drei, vier. Sehr gut. Okay, wir machen noch mal ein kleines Fazit. Und zwar geht es darum, dass wir schlau sein wollen beim Üben. Wir erlernen eine neue Technik oder wir wollen eine Technik, die wir schon länger machen, noch mal überprüfen für uns. Wir wollen auf Reset drücken. Was tue ich da eigentlich? Ist mir bewusst, wie ich slappe? Kann ich das langsam und bewusst ausführen, damit es nachher ganz automatisch läuft, ja? Eine unbewusste Kompetenz wird. Das heißt, wir nehmen den Auflagepunkt des Daumens vom Fingerstyle und den Reststroke, das Landen, als zwei Elemente, als zwei Thesen, als zwei Aufgaben mit rüber zum Slappen und sagen, okay, der Auflagepunkt wandert hierhin. Es gibt kein richtig oder falsch. Manche machen es mehr so, manche machen es mehr so, manche mehr so, manche mehr so. Manche haben den Bass tiefer hängen, manche haben den Bass höher hängen. Wendet das auf euren Alltag, auf eure Praxis an. Ich kann euch nur den Tipp geben, macht es erstmal im Sitzen, ohne Gurt. Der Oberschenkel ist mindestens parallel zum Boden, vielleicht sogar das Knie ein bisschen höher. Stellt euch da irgendwie eine Kiste drunter. Nehmt das als Rechtshänder, nehmt das rechte Bein. Als Linkshänder nehmt ihr das linke Bein, dann ist das alles natürlich genau andersrum. Und dann geht ihr hin und sagt, okay, Fixpunkt, wo will ich eigentlich anschlagen, wo will ich landen? Das ist erstmal das Erste. Ja? Ihr nehmt Kontakt auf, erinnert euch an diese drei Bilder. Ne? Ich habe mir mit dem Hammer auf den Daumennagel gehauen. Oh! Ja? Oder ich will Scheiße loswerden, habe da Wasser dran oder ich klopfe an die Tür. Das sind so diese Bewegungen. Und ihr seht auch, ich ziehe die Bewegung nicht durch, sondern ich stoppe dann immer so ein bisschen ab. Das ist vielleicht auch noch ein ganz guter Punkt. Ja? So, dann gehe ich hin und mache nicht ganz viele Bewegungen, sondern ich schlage an, reflektiere. Ich schlage an, reflektiere. Ich schlage an, reflektiere. Und wenn ich reflektiere und merke, oh, ich habe an der Seite vorbeigehauen, dann gebe ich mir nicht irgendwelche Tiernamen, ne, sondern ich gehe hin und sage, okay, beim nächsten Mal mache ich es besser und ein bisschen höher ansetzen. Versucht über euer Gefühl und über euer Gehör. Ja, versucht darüber zu kontrollieren. Euer Ohr ist euer sozusagen das Tor zur musikalischen Welt. Und wenn die Saite geil klingt, wenn es einen richtig geilen Punch macht, dann sagt ihr, wow, diese Bewegung möchte ich etablieren und konservieren. Das ist der Bewegungsablauf, der puncht. Ja, so einen Ton möchte ich haben. Ihr müsst euch vorstellen, von ganz leise bis ganz laut sollte ja nachher alles drin sitzen, also in allen Dynamiken, die möglich sind. Ne? Von ganz leisen Anschlag. Trotzdem habe ich, ne, ich führe nicht, ich drücke nicht, ich schiebe nicht. Ne? Ich habe immer noch die lockere Bewegung. Guckt mal von der Seite. Obwohl ich ganz leise spiele, die meisten haben eventuell nur eine Lautstärke. Und dann werde ich immer lauter und immer lauter. Und immer lauter, bis der Bass anfängt zu kotzen.